Ich sehe eigentlich immer passend aus zu meinen Adventskalendern, die ich vorstelle. Heute nicht. Letztes Jahr, als ich den Paul Valentine Adventskalender ausgepackt habe, sah ich ein bisschen mehr Paul Valentine-mäßig aus. Heute habe ich mein Nina Chuba Fangirl-T-Shirt an. Support geht raus seit der ersten Stunde. Das hält uns aber nicht davon ab, diesen wunderbaren Kalender auszupacken. Dieses Video ist definitiv nicht gesponsert. Und jetzt alle, dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe mir diesen Kalender selbst gekauft, weil ich letztes Jahr so begeistert davon war. Ich trage den Schmuck von Paul Valentine, also die Ohrringe, sehr gerne. Ich habe absolut keine allergische Reaktion darauf bekommen, das ganze Jahr über. Meistens habe ich von Ohrringen so ein rotes, glühendes Ohr. Ich kriege sogar dann so ein bisschen so hier roten Ausschlag, sogar manchmal ein paar Pickelchen. Und bei dem Paul Valentine Schmuck war es nicht der Fall. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat mir dieser Kalender letztes Jahr sehr gut gefallen. Hier ist aber nicht nur Schmuck drin. Ich würde mir natürlich wünschen, dass nur Schmuck drin ist, aber ich glaube, das würde den preislichen Rahmen sprengen. Dios mios! 169,90 € kostet dieser Adventskalender. 170 €. Wir hoffen, dass er sich lohnt. Ich habe die silberne Variante mir dieses Mal ausgesucht. Crazy! Ich bin eigentlich ein Goldschmuck-Typ, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man sowas rausfindet. Machen wir jetzt ein bisschen Farblehre. Ich habe mal gehört, wenn die Adern blau aussehen, bist du ein kalter Typ. Wenn sie grün aussehen, bist du ein warmer Typ. Oder du bist ein neutraler Typ. Ich dachte mal, ich bin ein warmer Typ, aber meine Adern sind ziemlich violett-blau. Aber ich werde so schnell braun. Ich weiß es nicht. Oh Mensch, Leute, der ist sogar noch zur Verfügung. Den gibt's sogar noch. War der nicht letztes Mal so krank schnell ausverkauft? Der soll einen Warenwert von 811,20 € haben. Da sind fast 1000 € Warenwert drin. Oh. Das müssen wir auf jeden Fall nachrechnen. Tag nicht entfernen. Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden, sobald ich das Tag entferne. Okay, also erster Eindruck schon mal toll. Tolle Farben, tolle Schleife. Auf der Schleife steht sogar Paul Valentine in Gold geschrieben. Und wir öffnen. Ach toll. Ist schön. Nur sehr wackelig. Und diese Tür nervt. Wir haben das wie letztes Jahr. Ich habe voll die Flashbacks. Letztes Jahr ist der auch schon so. Also, der reißt hier an der Seite schon wieder so ein bisschen auf. Das ist geklebt und es geht immer so auf. Und es ist so. Egal, ich beschwere mich nicht. 811 €. Let's go. Türchen Nummer 1. Das hätte jetzt wirklich nicht so eine große Schachtel sein müssen. Aber gut. Wir fangen direkt mit Schmuck an. Oh, ich hab Bock auf Silberschmuck. Ich weiß nicht warum. Ui! Ich meine, es ist das erste Türchen. Und was andere Hersteller nicht checken, das erste Türchen muss knallen. Guckt euch mal diesen glänzenden Stein an. Bei Swarovski würde der jetzt 3000 € kosten. Aber Swarovski hat auch Metallketten und nicht Silber. Oh no, es ist auch Metall. Oder ist es... Nee, hier ist keine Zahl drauf. Müssen wir gleich mal kurz nachgucken. Weil der Goldschmuck war vergoldet. 14 Karat vergoldet. Bei dem Silberschmuck bin ich mir jetzt nicht so sicher. Okay, was sagen wir? Cute? Oh, ich will mich nur nicht ärgern, dass ich den nicht in Gold, ne? Nee, das sieht super aus in Silber. Die Schmuckstücke sind aus Edelstahl bei der Gold- und Roségold-Version mit einer 14 Karat Gold- und 14 Karat Roségold-Plattierung. Alle enthaltenen Produkte sind robust und langlebig. Okay, das ist Edelstahl. Also kein Silber, es hat nur die Farbe Silber. Muss das? Mal gucken, wie ich es dann vertragen werde. Bei Gold habe ich gut vertragen. Komisch, dass sie aber dann gleich viel kostet, ne? Aus Edelstahl und wenn man es dann vergoldet, nehmen sie keinen extra Preis. 65,90 € kostet das Teil. Kurzer Disclaimer, wenn ich Preise raussuche und dann finde ich zum Beispiel manchmal nicht die genaue Kette, dann schreibe ich einen ähnlichen Preis auf. Also meine Rechnung kann immer nicht 100% stimmen, nur damit wir so einen Richtwert haben. Nummer 2. Eine Rituals-Kerze. Sweet Jasmine. Riecht sehr gut. Krass, dass sie da einfach nur so drin war, ne? Ist halt eine Probegröße. Ja, das ist doch wie ein Teelicht. Oder wie zwei ungefähr. 6 €. Carla Kolumna ist wieder unterwegs. Sensationell! Ich hab Flashbacks. Sie haben sie es da nicht hinkriegen können. Ich frag mich, was die für einen Verpacker haben. Paul Valentine ist wirklich der einzige Adventskalender, bei dem das so schlimm ist. Aber ich glaube, weil alle Pakete einfach viel zu leicht sind, kein Gewicht hier herrscht. Was soll man denn tun?
Ich sag mal so, wir lassen das jetzt. Nummer 3. Sag mal, ist das hier ein Rituals-Adventskalender? Zum zweiten Mal. Rituals. Schauergel. 2,50 Euro. 2,50 Euro. Also da bin ich gespannt, wie wir zu 800 kommen. Nummer 4. Auch wenn ich es nicht zugeben mag, ich finde die Produkte von Barbour echt irgendwie cool. Also wenn ich mir diese Ampullen ins Gesicht schmiere, habe ich das Gefühl, für einen Tag wirkt meine Haut dann ein bisschen feuchter, straffer und so weiter. Und hier haben wir eine Hyaluroncreme. 21,17 Euro. Die packe ich aber euch natürlich in die Verlosungsbox, wie auch fast alle Produkte aus diesem Adventskalender. Und wenn ihr mir jetzt auf Instagram folgt, dann bekommt ihr mit, ab wann die Adventskalender-Verlosungen losgehen. Und vielleicht könnt ihr einen selbstgepackten Adventskalender von mir gewinnen. Dieser Schachtelhaufen hier. Nummer 5. Man erwartet es einfach nur. Wann kommt das nächste Schmuckstück? Ich hätte jetzt gedacht bei Türchen Nummer 6. Ich wollte gerade schon sagen. Der passende Armreif für meine Kette. Armreif, das klingt auch so. Ich habe zu ein dünnes Handgelenk. Kann man das ein bisschen kürzen? Nö, das ist das Kürzeste. Das gefällt mir jetzt tatsächlich nicht so, weil es halt so groß ist und man es nicht noch kürzer machen kann. Mist. Naja, obwohl, ich bin es einfach nicht gewohnt, am Handgelenk irgendwie Schmuck zu tragen. Ja, nee, und es ist mir halt ein bisschen zu groß. Da muss ich das verschenken. 55,90 Euro. Also sind wir bei dem Set schon über 100 Euro. Pfuhuhu. Soll aber eine hochwertige Qualität haben. Was mir bei den Ohrringen echt aufgefallen ist. Also ich habe die jetzt ein Jahr lang sehr, sehr oft getragen. Nikolaus! Es ist Nikolaus und wir gehen zu unserem Adventskalender. Wir freuen uns extrem. Barbour. Na gut. Das Paket war auch sehr schwer. Hai-Öl-Cleanser. Also, ehrlich gesagt, gut, vielleicht ist es manchen einfach nicht so wichtig, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das schöne Nikolaus. Aber vielleicht ist Nikolaus. Hoi, Valentine. Die sind sehr international mittlerweile, ne? Wir vergessen mal einfach, dass heute Nikolaus ist. Oh, ist eine Kombi. Ah, es ist eine Kombi aus Cleanser und Boosting Hydration. Aber beide Produkte sehen mir nach Probegrößen aus. Ja, guck mal, das. Ja. Definitiv. Wow, okay. 200 Milliliter kosten 27,99 Euro. Haben wir schon mal 7 Euro für die Cleansergröße und 7,47 Euro. Ich kann euch zwar nichts zur Wirkung sagen, aber die Verpackung sieht toll aus. Hier ist so Holo drauf. Auf diesem Kanal gibt es nur Qualität. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nummer 7. Vor Nikolaus und nach Nikolaus. Schmuck. Aber an Nikolaus nicht. Ohrringe, Ohrringe, bitte Ohrringe, Ohrringe, ich will Ohrringe. Ui, guck mal, solche hatte ich ja noch nicht. Schick. Die schreien doch Party. Ich finde das Design sehr schön. Es ist zeitlos. Ihr könnt ja mal bitte sagen, ob mir Silberschmuck steht. Oh, wenn jetzt meine Ohren rot werden, ne, dann weine ich, dass ich nicht den goldenen geholt habe. Gut, eigentlich noch irgendwer Roségold? Ich habe das Gefühl, Roségold, oh. Also klar, jetzt nicht zu diesem Outfit und so, ne? Aber guckt mal. Hör mal. Aber ich meine, selbst bei Brigitte Brigitte gibt es doch Sterling-Silber. Und da ist es nicht mal so teuer. Also, dass es irgendwie mit Silber überzogen ist oder so. Ich verstehe nicht, warum hier nicht mal echtes Silber überzogen wurde. Also, ich meine, optisch sind die wirklich, wirklich toll. Aber es passt halt auch gar nicht zusammen, ne? Und kostet das jetzt nur 30 Euro und das andere so viel? 32 Euro. Acht. Schon wieder Schmuck! Die haben ein bisschen die Erwartungshaltung wieder runtergeschraubt. Und jetzt schrauben sie die wieder ganz schnell nach oben. Jetzt gibt es ganz viel Schmuck hintereinander. Oh, wow. Hier drauf sind die Sternzeichen. Tolles Motiv. Und ist hier ein bisschen länger? Guck mal, dann kann ich alle gleichzeitig. Oh, das gefällt mir schon sehr gut. Tada! Passt das zusammen? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier passt nichts zusammen. Okay, Sternzeichenkette. 55,90 Euro. Ja. Also wir kommen auf jeden Fall über 170 Euro. Das ist schon mal sicher. Die finde ich richtig cool. Die werde ich gerne tragen, das weiß ich jetzt schon. Tja, jetzt kommt erst mein Lieblingstürchen. Ist das eine 9 oder ist das eine 6? Mein Lieblingstürchen. Türchen Nummer 9. Oh, jawollo. 9 ist und bleibt mein Lieblingstürchen. The Real Magnet. Hier ist ein Magnet drauf. Ich habe nur gesehen, dass das ein Produkt von Benefit ist. Und das reicht mir meistens, dass ich mich freue. Eine Mascara. Ui. Ich habe zwar gesagt, ich habe schon genug Mascara, aber... Egal,
Ist leider nur eine Probegröße. Ich glaube, die meisten Sachen, die ich von Benefit bei mir jemals hatte, waren immer Probegrößen, weil ich mir nie was selbst gekauft habe. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist das Augenbrauenzeug, was ich liebe. Aber it is Mascara. Die originale Größe kostet 30 Euro. Ungefähr die Hälfte. Also 15 Euro. Könnt ihr es glauben. Aber es ist von Benefit und deswegen mag ich es. Kleines Ratespiel, was kommt nach der 9? Genau die Nummer 10. Und es ist wieder Schmuck. Es kommt mir vor, als ob dieses Jahr mehr Schmuck drin ist als letztes Jahr. Boah, die finde ich so, oh, doch, ich bin froh. Ich habe halt überhaupt keinen Silberschmuck und solche Kreolen, die kann man immer gut gebrauchen. Wenn man mal so ein Outfit hat, wo einfach Silber viel besser passt. Komm, wir setzen die daneben. Ja, das sieht interessant aus. Na gut, kommen die alten ab. Anziehen und ausziehen fühlt sich bei den Ohrringen ein bisschen schwieriger. Das ist Meckern auf hohem Niveau, ich weiß. Aber die Haptik fühlt sich irgendwie komisch an. Das ist so kratzig und so fest und... Wow. Beautiful. 57,90 Euro. Nummer 11. Nochmal Schmuck. Gibt's doch gar nicht. Paul Valentine, ihr. Am Anfang so viele andere Produkte reingemacht, ne? Dass man denkt so, oh, da ist nicht so viel von denen drin. Jetzt kommen sie. Ein Ring. Oh mein Gott, yes. Ich habe mich noch gefragt, ob die es nicht irgendwie hin... Also, dass sie es nicht machen können, dass man einen Ring bekommt, den halt alle irgendwie tragen können. Und ja, dieser Ring lässt sich halt in der Breite so verstellen, dass den so jeder tragen kann. Da, wo mein Verlobungsring ist, kann ich den ja nicht tragen, ne? Und dann nehmen sie das auch. Oh, scheiße, dann muss ich den an der anderen Hand tragen. Ich bin an zwei verschiedene Männer verlobt. Tolles Design. Kann man echt nicht meckern. Also, den Ring, der ist hier, ist ein ganz zarter, da ist nichts dran, Ring. Na, machen wir 27,90 Euro. 12. Halbzeit. Ich flipp doch aus. Gibt's doch gar nicht. Die sind frech. Zwei Rituals-Produkte hintereinander und jetzt kommen sie mit dem ganzen Schmuck um die Ecke. Wow. Toll. Kann ich auch eigentlich mal was anderes sagen, außer toll. Ich mag das Design total gerne, weil das einfach aussieht wie so ganz viele Augen. Oder wie so eine Fahrradkette. Mega. Ich hänge hier auch einfach 3 Kilo Schmuck dran. Kein Problem. Mit diesem Kalender werdet ihr selber zum Weihnachtsbaum. Vielleicht trennen wir uns jetzt mal von der. Viel besser. Wow, tolles Design. Ja, silberne Kette mit Augen. Mann, ich brauche doch jetzt einfach nur diese Kette mit den Augen. Brauche nicht 300 Mal die gleiche. Das habt ihr nicht, ne? Hier, wir nehmen die. 57,90 Euro. Ich, ja. Nummer 13. Excuse me. Barbour. Ist das ein Kalender mit Barbour, Rituals und Dings, ne? Also der absolute Win ist es ja, wenn man von beiden Fan ist. Wenn man Barbour-Fan ist und Schmuck, dann hat man halt einfach beides. 7 Milliliter. Originalgröße. Für 20,90 Euro. 14. Jetzt kommen sie wieder. Die Partner. Relaxing Body Scrub. Ich glaube, ich habe sogar das Body Scrub vom letzten Jahr. Ich habe das nicht so wirklich benutzt. Wenn ich meine Haut peelen möchte, dann mache ich das jetzt mittlerweile mit einem Waschlappen. Ich habe mehrere Waschlappen und nach jedem Benutzen schmeiße ich es in die Wäsche. Und dann mache ich da ein bisschen Duschgel drauf, weil ich habe so einen TikTok gesehen und das hat mein Leben verändert, dass sie sich immer mit einem Waschlappen so abwäscht. Naja, und vorher habe ich halt so einen Massagehandschuh benutzt, aber der soll anscheinend ein bisschen, also eine Bakterienschleuder sein. Deswegen, ich mag solche Peelings und ich finde es auch cool, wenn man mal so ein Bad nimmt und sich irgendwie was Besonderes so gönnen möchte. Aber man macht es halt dann nicht wirklich. Manche Produkte sind, finde ich, schöner im Gedanken. So die Vorstellung davon, dieses Produkt zu benutzen, ist schöner und realistischer, als dass man es am Ende wirklich benutzt. Hä? Und eine Sache, das muss ich auch sagen, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich aus der Kindheit und Jugend. Da hatte ich halt nicht so viel Möglichkeiten. Und da war ich immer sparsam mit allem, was ich hatte. Und diese Sparsamkeit habe ich jetzt aber auch immer noch auf alle Produkte, die ich habe. Ich mir denke, ich habe ja dieses Produkt, um es zu benutzen. Vanessa, hör auf, es zu sparen, weil irgendwann wird es schlecht. Nach 12 Monaten. Und dann, ja, toll, dann hast du dir das gespart. Dann hast du dir literally das Produkt gespart. Good job. Ja, Body Scrub. Kriegt ihr. 300 Gramm kosten bei Douglas 13,49 Euro. Ja, ist ungefähr die Hälfte. Machen wir 7,50 Euro. Das bekommt ihr, damit es in eurem Bad rumsteht und ihr es euch sparen könnt. 15. Ich bin begeistert. Schmuck wird gegönnt. Ohrring. Oh. Ja, toll. Jetzt habe ich aber ein Nee kommen. Also, die sind toll. Die sind wirklich hübsch. Aber die sehen denen so ähnlich. Die haben
fast die gleiche Größe und halt eigentlich fast das gleiche Design. Interesting choice, Paul Valentine. Wir rechnen mal 27,90. Meine Ohrringe, die ich vom letzten Jahr habe, die fühlen sich irgendwie viel hochwertiger an. Natürlich ist das jetzt ein Hohlraum, das ist ja auch gut, damit sie leichter sind am Ohr. Ich weiß aber nicht warum. Das sieht irgendwie, letztes Jahr sah es krasser aus. Wie ist es bei dem anderen Schmuck? Ja gut, nee, bei dem anderen Schmuck sieht es sehr hochwertig aus. I don't know, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. 16. 16 ist wieder ein sehr leichtes Paket. Okay. Also Paul Valentine, nette Idee, ne? Wirklich nette Idee. Aber dieses Ding fühlt sich so trashig an. Nee, lass mal. Ist es aus Seide oder sowas? Nee, sicher nicht. Es fühlt sich so plastikmäßig an. Wir rechnen dafür mal erstmal keinen Preis. 17. Barbour Spa. Handcreme. Ich habe so viel Handcreme, die geht an euch. 5 von 5 Sternen hat sie. 5,64 €. Nummer 18. Schmuck. Schmuck! Schmuck, 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 Schmuck. Natürlich, klar. Das passende Augenarmreif. Ich höre auf, Armreifen zu sagen. Das ist definitiv kein Armreifen. Also, ich kann es gerade nicht aufziehen. Das müsste Timo machen. Hier finde ich es aber besser von der Größe. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber das ist nicht ganz so groß wie das andere. Und ich finde das sehr hübsch. Und es passt natürlich perfekt zu der Kette. Toll. Ich mach mal 50 €. 19. Ich glaube, es ist wieder Schmuck. Ups, noch ein Ring. Ich flipp doch. Oh. Ah, also. Naja, so rockig. Ah. Kennt ihr das, wenn man sich so drüber lustig macht, was Männer einem für Schmuck schenken? Das hat so ein bisschen dieses Design und diesen Vibe, finde ich. Aber es ist natürlich wieder ein tolles Design, damit das mehrere Menschen tragen können. Kann man das einfach so jetzt... Ja, du kannst ihn einfach größer ziehen. Boom. Finde ich... Obwohl... Doch, das Design ist schon schön. Es sah auf den ersten Blick so aus. Aber so angezogen sieht das schon cool aus. Also ihr dürft mir bloß nicht sagen, dass mir Silberschmuck besser steht, ne? Ich habe nämlich einen gelb-goldenen Verlobungsring bekommen. Ich weiß, das eine ist ein Verlobungsring und darüber dürfte man nicht vergleichen. Welche Farbe passt mir besser? Gold oder Silber? Ich glaube Gold. Timo, können wir den nochmal umtauschen? Zwei Pakete für ihn mehr. 20. Ach ja, klar, wir haben ja noch Benefit. Der Pore Professional, der Pore Minimizer. Ein verfeinerndes Poren-Creme-Dings. 10 €. Oh, die letzten 4. 21. Na klar, komm. Was haben wir hier von Barbour? Der Clay Multi Cleanser. Ein tolles Reinigungsmittel für die ganze Familie. Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich für die ältere Generation. Also mich mittlerweile mit einbezogen, ne? Ich will hier niemanden als alt bezeichnen. 8,20 €. 22. Ihr wisst, was kommt, oder? Ihr wisst, was kommt. Okay. Also ich muss auch sagen, ich liebe diese Schachteln. Die sind total cute. Ich glaube nur... Moment, darüber reden gleich. Yes, yes, yes. Kleine Ohrringe. Nee, die fühlen sich billiger an als die vom letzten Jahr. Oh, ich glaube, ich reagiere allergisch drauf. Drama, Baby. Das ist hier Drama an meinem Ohr. Bin auch ein bisschen durch. Der Tag war heute lang, Leute. Der Tag war lang. 23. Im vorletzten Türchen befinde ich Flip doch aus. Ui. Ach, wisst ihr was? Die verlose ich auch an euch. Guckt doch mal, das sieht aus. Guckt mal, wie das glänzt. Da denkt man noch, das ist ein echter Diamant. Nee, denkt man nicht. Schön. Hör mal. Die ist doch toll. 57,90 € wird gleich mal hier eingetragen. Meine Ohren klimpern. Hört ihr das? Wartet. 24. Es ist Weihnachten. Wir gehen zu unserem Adventskalender und wir glitzern so schön wie der Weihnachtsbaum. Und wir haben... Barbour. Ja gut, ich meine, es gab die ganze Zeit Schmuck. Warum sollte ein Weihnachtenschmuck drin sein? Ich hätte es andersrum gemacht, glaube ich. Ich hätte die Kette in die 24 gepackt, die mit diesem großen Stein. Und das hätte ich vielleicht einen Tag vorher. Die drei Pflegepacken. Ampullen. Hydra Plus, Multivitamin und Lift Express. Uiuiui. Das kostet doch wieder viel. 14,99 €? Interesting choice. 80% der Türchen waren teurer als das. Es kommt natürlich auch nicht immer auf den Preis an. Hört auf, das zu denken. Wie viele Schmuckteile hatten wir? 12. Okay, also 12 Schmuckteile sind drin und 12 Produkte von Barbour, Rituals und Benefit. Barbour macht irgendwie total Sinn für diese Marke, weil das irgendwie so dieses
ja, keine Ahnung. Es passt irgendwie für mich gedanklich zusammen. Rituals, ja, auch, ist okay. Benefit finde ich ein bisschen weird da drin in der Kombination, weil Benefit ist für mich eher so ein jüngeres Publikum. Und dann hatte man von Benefit auch eigentlich nur zwei Größen, also zwei so Probedinger. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber mir kam gerade der Gedanke, guck mal, wie klein diese Türchen sind. Guck mal, wie klein dieses Schächtelchen ist. Klar, man möchte vielleicht nicht... Nee, warum? Also, ich finde, Ansage an Paul Valentine, ne? Kalender sage ich gleich. Aber das war schon letztes Jahr so. So, und schon ist er zusammengeklappt. Wer produziert euren Adventskalender? Also wer, das ist so leicht, das ist so locker. Und das Ding ist sofort auseinandergefallen. Und wenn man es auch hinstellt, da ist nichts so Stabiles. Da ist, also der erste Look ist schön und dann bricht alles auseinander und wackelt und ja, sitzt einfach nicht gut. Und dann die Größe. Kann der Kalender nicht viel kleiner sein? Also, weil die paar Produkte, die Platz brauchen, ja gut, dann kriegt das halt eine größere Schachtel. Aber da waren ja teilweise in so großen Schachteln dann so kleine Dinger drin. Denkt euch da nochmal was aus. Sitzt da nochmal auf dieser Idee, dass ihr vielleicht einfach die Dinger kleiner macht. Ist doch süß, wenn es ein kleiner Adventskalender ist. Weil ganz ehrlich, dieses wackelige, zerbrechliche Stück hier, das, also, ja. Geht besser. Geht besser. Mein Fazit zum Schmuck. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es daran, dass der goldene Schmuck mit 14 Karat vergoldet ist. Der silberne Schmuck wirkt um einiges billiger. Ist einfach so. Ja, ich bin's. Ja, es wirkt billiger. Fertig. Trotzdem finde ich die Auswahl wieder vom Schmuck sehr schön. Ich würde aber leider, also das heißt leider, ich würde die Preise nur nicht bezahlen. Also die Ketten, also die kostet ja zum Beispiel so teilweise 60 Euro. Die einfach nicht zahlen. Bei Brugeot, Brugeot oder sonst wo. Für Edelstahlketten kann ich ja auch, also weniger zahlen. Die Qualität ist aber ein bisschen besser als bei vielen anderen Anbietern. Und ja, man zahlt 170 Euro und jetzt rechnen wir mal zusammen, was ich zusammengeschrieben habe und dann sehen wir mal, ob wir die 811 versprochenen Euros kriegen. Ne? Skandal! Betrug! Paul Valentine macht dich gerade. Ich habe nur 615 Euro rausbekommen. Oh, man. So, was wollt ihr von mir hören? Dieser Kalender lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid noch Barbour-Fan und Rituals-Fan. Dann bekommt ihr wirklich für 170 Euro einen Haufen an Produkten. Ich weiß nicht, ob meine Meinung ein bisschen voreingenommen ist, aber dadurch, dass ich überhaupt keinen Silberschmuck besitze, habe ich mich gerade wirklich über jedes Teil gefreut, weil ich einfach... ja, nichts hab. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist dieses Armband. Ich finde halt diesen Look an diesen Ketten ist irgendwie nicht so ganz meins. Und wenn ihr darauf gewartet habt, euch jetzt Paul Valentine zu nudeln. Endlich habe ich Silberschmuck! Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Kalender sagt. Und wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder, ne? Leute, das geht jetzt hier noch so weiter. Wir ziehen durch. Es werden Kalender geöffnet bis zum Umfallen.